1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das ist schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche, die diese Woche auch wieder ein bisschen kürzer ist, weil wir ja von Donnerstag auf Freitag einen Feiertag haben, nämlich Fronleichnam. Ja, heute Montag, wie immer, eine offene Runde. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, meldet euch 0800 220 50 50. Ich würde ganz gerne mit euch unter anderem auch gerne über das Wochenende sprechen. Das, was wir im Fernsehen gesehen haben. Wie empfindet ihr die Geschehnisse? Und die Ausschreitungen rund um den G8-Gipfel in Heiligendamm. Ihr habt es wahrscheinlich auch alle an den Fernsehern verfolgt. Wie seht ihr das? Also wenn ihr gerne mit mir auch darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer, das ist der Sebastian. Und Sebastian ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Sebastian, um was geht's? Also bei mir geht es darum, also ich habe einen Fetisch nach Duschgel. Ein Fetisch nach Duschgel? Ja, das mag zwar jetzt verrückt klingen, also das habe ich... In der Tat. Das habe ich ungefähr so seit ungefähr 3 Jahren, also das fing damit an, da war ich mal betrunken gewesen und ja, da stand nur eine Dreiviertelflasche Duschgel dort und ich fand das auf einmal so erregend und richtig erfrischend. Was heißt jetzt aber genau Fetisch? Im Sinne von Duschgel, was bedeutet das? Also mich tönt das auch an, also ich onaniere dann auch, der Geruch und dieses Glitschige vom Duschgel, das macht mich irgendwie an. Dieses trägst du ja dann auch nicht nur auf die Arme und auf die Beine auf? Also auf den ganzen Körper. Natürlich, ja. An jede einzelne Stelle. Wir verstehen schon, was ich damit meine. Ja, natürlich. Ist klar, ja. Ja. Und ja, also natürlich geht das, also verbrauche ich auch sehr, sehr viel Duschgel und ich stehe auch lange unter der Dusche, weil ich das ja so erregend finde und richtig erfrischend. Also wir halten fest, das ist nicht nur der Spaß daran, weil das gut riecht und so, sondern es macht dich auch scharf. Genau. Aufgrund der Konsistenz, wie das meistens so ist, ist ja in der Regel so eher glitschig und glibberig. Ja, und das finde ich auch daran antörend. Welche Rolle spielt der Geruch des Duschgels? Eigentlich auch sehr wichtig, aber eher dieses Glitschige, würde ich eher sagen, vom Duschgel. Das heißt, wie oft am Tag duschst du? Also ich dusche zweimal am Tag und ich verbrauche auch ungefähr 5 Flaschen Duschgel in der Woche und das geht auch sehr, sehr aufs Geld. 5 Flaschen in der Woche? Ja. Weil ich benutze außerordentlich viel und ja, zweimal am Tag. Es kommt gleich der Gesundheitsapostel in mir durch. Ich denke mir, was macht das mit deiner Haut? Das ist für die Haut nun wirklich nicht gut, wenn du die so extrem einseifst jedes Mal. Die muss doch knochentrocken sein, deine Haut. Ja, aber irgendwie, also ich creme mich ja auch ein mit Bodylotion. Ach so, dann kommt dann die, dann ist es ja wieder rausgeholt, das Ganze. Genau. Wieder gut gemacht. Ja klar, das geht ins Geld, ne? Das geht wirklich ins Geld. Greifst du denn wenigstens zu den günstigen oder müssen es dann auch so Markenprodukte sein? Eher lieber Markenprodukte. Das auch noch? Also so Axe und sowas. Ja, ich kenne mich da nicht so mit aus. Ist das so eins? Ist das ein Markenprodukt? Sie kennen auch bestimmt auch, du kennst auch bestimmt auch Axe Body Spray. Ja, das kenne ich schon. Also ich weiß aber nie, ob das nur so Markending ist oder ob es ein normales Ding ist. Und ja, also das schon mag. Wie auch immer, es kostet eine ganze Menge Geld. Ja, das stimmt, das stimmt. Ist ein ungewöhnlicher Fetisch. Ja, also kein schlimmer Fetisch oder ein bisschen ungewöhnlich. Wer weiß davon? Hast du eine Freundin? Ich habe keine Freundin, mit der Redaktion und mit die habe ich jetzt bis jetzt als erstes darüber gesprochen, weil mir das ja selber ein bisschen peinlich ist von meinen Freunden, also selbst auch beim Sport, ich mache Handball und da muss ich mich schon sehr, sehr zurückhalten, weil das ist doch, ja auch. Ich wollte sagen, das ist doch eine ganz heikle Situation. Du stehst in der Dusche mit den anderen Jungs, hast dein Duschgel, was dich anmacht.
Und dann sehen die anderen Jungs, dass dich irgendetwas anmacht. Und dann denken die anderen Jungs, dass sie vielleicht die Ursache dessen sind, dass du scharf wirst. Und das sollte ja nicht sein dann. Das ist natürlich klar. Und deswegen habe ich auch wirklich Ärger. Ich muss das wirklich heftig unterdrücken. Ich würde dir raten, dass du zum Duschen nach dem Handballspielen mit den anderen Jungs zusammen vielleicht Seife mitnehmen solltest, damit du gar nicht auf falsche Gedanken kommst. Ja, wäre meine Alternative. Ist denn da schon mal was Peinliches passiert unter der Dusche mit den anderen Jungs? Also bis jetzt noch nicht, weil ich das bis jetzt noch gut unter Kontrolle hatte, auch zum Glück. Weil da lachen die dich aus, wenn du sagst, ja, das ist das Duschgel und das seid nicht ihr. Ja, da würde ich schon dann schön Bild da. Da würdest du in ein ganz anderes Licht geraten, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Ja, aber ist doch eigentlich ganz nett. Ich finde das gar nicht so schlimm. Abgesehen von der Komponente, dass die Haut vielleicht irgendwann mal ganz schlimm austrocknen könnte. Aber wenn du da heftig wieder Feuchtigkeitslotion drauf klatscht, dann ist das auch egal. Ja, und die Kosten, ne? Das ist natürlich ein Argument. Das stimmt. Also ja. Im Monat sind das schon so ungefähr 60 Euro, was ja eigentlich schon nicht normal ist fürs Duschgel. Hattest du denn in der Zeit, während du jetzt scharf auf das Gel bist, eine Freundin? Auch schon. Ja. Dann muss das doch für dich das absolut Perfekteste sein, mit der Freundin zusammen zu duschen und dich von der Freundin eingelen zu lassen. Also wir haben natürlich auch öfters auch zusammen geduscht und das hat mich schon sehr, sehr angetörnt, aber ich habe es ja auch nicht gesagt, weil wenn mir das ja schon etwas peinlich war. Ja, ja. Aber du kannst ja die Frauen demnächst immer eher unter die Dusche locken. Also geduscht haben wir sehr, sehr oft zusammen, aber... Also macht dich das denn auch an? Ja, sie hat mich ja auch angetörnt, aber das, wo sie mich dann eingecremt hat, das war das Größte. Schub dann halt nochmal mehr. Das glaube ich. Ist es denn für dich auch so toll, wenn du eine Frau mit Duschgel einen balsamierst? Das tönt mich auch an, weil ich mag ja dieses Glitschige den Geruch. Diesen schönen Geruch dann und dann auf ihren ganzen Körper dann verteilen. Also. Ich finde, das ist ein ganz schöner Fetisch. Ich finde das nicht schlimm, Sebastian. Aber ich werde da beim Duschen mit den Handballjungs auch ein bisschen vorsichtig. Ja, also ich bin da, ich muss mich wirklich rangen. Also ich range wirklich mit mir. Also ich muss mich wirklich unterdrücken. Ja, ja. Also manchmal ist das wirklich so, dass ich mir dann denke, egal, dann gehe ich nochmal aufs Klo und onaniere dann halt nochmal. bevor ich dann weiß ich ja. Also du musst einfach in dem Moment über den Einkaufszettel nachdenken, was du morgen bei Aldi kaufen willst oder so. Dann, ja, geht die Erregung vielleicht auch wieder ein bisschen zurück. Ja, das war schon, aber das dann schon, man sieht das Duschgel, man fühlt das. Und dann ist alles zu spät. Dann sind die sind die Gewohnheiten wieder da. Verstehe. Also ich fand das interessant, dass du angerufen hast und mir das erzählt hast. Habe ich noch nie gehört und mal wieder was ganz Neues erfahren. Mhm. Sebastian, alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch und mach weiter. Viel Spaß beim Duschen. Echt klasse. Dankeschön. Okay, gut, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, kostenfrei natürlich für euch, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch, heute wieder eine freie Themennacht, wie immer montags, in der Nacht von Montag auf Dienstag, oder ihr meldet domian@wdr.de. Sabrina ist wie alt? 27, guten Morgen. 27, genau. Ja, erstmal Domian, finde ich deine Sendung auch toll und ich habe sie auch schon oft gesehen. Danke sehr. Hatte bisher aber noch keinen wirklichen Grund anzurufen und jetzt habe ich aber einen gefunden. Mhm. Der wäre? Meine Cousine hat sich am Freitagabend dazu entschlossen, nicht mehr weiterzuleben. Das heißt, sie hat sich das Leben genommen am Freitag? Ja, am Freitag. Sie am Freitag. Hat sich vor die Gleise geworfen. Gleise geworfen? Vor die Schienen, ja. Sie hat sich gegen den Zug geworfen. Sie hat bei mir gewohnt. Ach, ihr habt zusammen in einer Wohnung gewohnt? Sie hat die letzten 2 Monate bei mir gewohnt. Warum? Sie hat Schizophrenie gehabt. Ach so, sie war erkrankt. Sie war erkrankt, sie hat Schizophrenie gehabt und ich bin jetzt mal ein bisschen ruhig, weil ich habe Tabletten bekommen. Weil ich bin erst heute aus dem Krankenhaus gekommen, weil ich gestern eben einen Nervenzusammenbruch hatte. Ja. Bin heute aus dem Krankenhaus gekommen und hab jetzt Tabletten und bin einigermaßen im Moment ruhig. Wie hast du es denn erfahren? Sie hat ja bei mir gewohnt. Sie hat auf dem Therapieplatz gewartet, auf einen speziellen Therapieplatz für Schizophrenie. Allerdings fand ich da die Ärzte, sie hätten nicht hätten gehen lassen sollen. Also sie ist aus der Psychiatrie rausgekommen. Ja, ich meine, wie hast du es denn erfahren, dass sie das gemacht hat?
Am Sonntag, ich muss erst mal ausholen ein bisschen. Sie ist Freitagmittag, wollte sie mal in ihre eigene Wohnung gehen, mhm. 2 Stunden mhm. einfach mal. Mhm. Und hat aber schon angekündigt, an dem Tag auch, sie will sich umbringen. Aber sie hat es schon öfters gesagt. Mhm. Deswegen habe ich nicht angenommen, dass sie tot. Und habe mir auch nichts dabei gedacht, als sie dann mal nach Hause wollte. Ja, das war am Freitag. Am Freitag. Mhm. Und dann wollten wir sie dann holen und da dachten, sie kommt und war nicht zu Hause. Ja. Und okay, dann habe ich noch gedacht, dann ist es vielleicht, weiß nicht, bei irgendeinem Bekannten mal gewesen. Mhm. Aber schon Sorgen gemacht sicher, oder? Ja, und mhm. am Samstag war sie immer noch nicht zu Hause. Ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass sie tot ist. Mhm. Weil sie das angekündigt hatte. Ja. Wenn auch schon öfter, aber irgendwann nimmt man das ja dann doch ernst. Und ja, wenn sie nicht nach Hause kommt. Definitiv, ja, ja. Wir hatten halt noch einen Schlüssel von ihrer Wohnung, sind dann rein mhm. und haben dann gesehen, dass sie alles dagelassen hat. Sie hat ihre Zigaretten dagelassen, mhm. ihr Geld. Hat sich aber nochmal umgezogen. Hat sich also nochmal umgezogen. Für den letzten mhm. Gang, denke ich mir, hat sie sich nochmal frische Sachen dann angezogen. Ja. Und dann sind wir überall rumgefahren und waren eigentlich nur ein paar Meter von den Gleisen entfernt, wo sie lag. Ja, sind sie so rumgefahren. Mhm. An dem Samstag. An dem Samstag mhm. sind sie so rumgefahren. Und waren auch schon da ganz in ihrer Nähe und sind aber dann, wir haben nicht weitergesucht und sind wieder heim. Mhm. Und am Sonntag war sie immer noch nicht da. Und dann kam die Kriminalpolizei und hat uns dann eben gesagt, sie hätten Hans gefunden. Mhm. Und sie hat es schon am Freitag. Am Abend, Nachmittag gemacht. Hat es getan, ja. Mhm. Und war sie sofort verstorben? Ja, irgendwie sagt mir keiner genau was. Ich denke mal, die wollen mich auch ein bisschen schonen. Mhm. Die sagen mir nichts Genaues. Hat sie sich vor eine Straßenbahn geworfen oder vor einen großen, schnellen Zug? Vor einen schnellen Zug. Sie mhm. ist dann aus dem Gebüsch raus und ist wohl volle Kanne dann dagegen gelaufen. Mhm. Ja, dann wird sie sofort verstorben sein. Ich hoffe, dass sie sofort tot war. Ja, das wird so sein. Bestimmt. Keine Schmerzen mehr hatte. Mhm. Wie eng war dein Verhältnis zu ihr? Sehr, sehr eng. Ich bin mit ihr groß geworden, sie war wie eine Schwester. Ah ja. Mhm. Sie war immer bei mir und jetzt bin ich allein. Mhm. Was ist mit der restlichen Familie, Eltern, Tante, Onkel? Die sind alle auch total am Ende. Meine Oma, die ist versucht stark zu sein für mich und für meine Mutter und für die Tante. Und jetzt hat sie aber, sie liegt jetzt hier nebenan bei mir im Bett und schläft. Mhm. Machst du dir denn in irgendeiner Form Vorwürfe, dass du sie hast gehen lassen an dem Freitag? Ich mache mir Vorwürfe. Ich habe nicht genug getan. Ich habe ihr irgendwie nicht richtig geholfen. Mhm. Wie lange war sie erkrankt, sagst du? Sie hat angefangen vor circa 2 Jahren. So. Ja. Und dann hat sich das immer weiter hochgeschaukelt und hat immer mehr Stimmen halt gehört. Mhm. Und sie hat jetzt auch, sie bekommt immer so Spritzen mhm. dagegen, dass sie die Stimmen nicht so stark mhm. hört. Und die hat sie am Mittwoch schon verweigert. Mhm. Sie wollte auch keine Psychiatrie mehr. Wir haben gesagt, wenn du nicht aufhörst, so zu reden, da du dich umbringen willst, dann müssen wir dich wieder dahin bringen. Mhm. Hat sie immer gesagt, sie will nicht mehr dahin. Hat sie euch irgendeine Nachricht hinterlassen? Keine. Gar nichts. Aber sie hat sich für die Selbsttötung noch umgekleidet. Ja. Mhm. Was hat sie angezogen? Das weiß ich nicht genau. Mhm. Ich habe auch entschieden, ich will sie nicht sehen nochmal. Mhm. Das wird auch das Beste sein. Das glaube ich auch, ja. Ich war heute bei einer Psychologin auch, aber ich weiß nicht, die konnte mir irgendwie gar nicht. Mhm. Ich bin jetzt ruhig durch die Tabletten, die ich bekommen habe. Hattest du gestern, sagst du, einen Zusammenbruch und bist auch ins Krankenhaus gekommen? Mhm. Ich habe die Nacht im Krankenhaus dann verbracht, weil ich habe überventiliert, ich habe keine Luft mehr bekommen. Es war, als wenn mir jemand die Kehle zudrückt. Mhm. Hast du mit deiner Cousine so öfter auch eingehend über das Thema Tod gesprochen? Ja. Wie alt war deine Cousine? 24 Jahre. Meinst du, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung schon so eine Art Todessehnsucht hatte? Ja, sie hat gesagt, ich weiß gar nicht, ich kann mich kaum noch erinnern, was sie alles gesagt hat. Hm. Also sie hat halt öfters gesagt, sie will sich umbringen. Und die Stimmen in ihrem Kopf haben ihr gesagt, sie soll eine Party feiern auf Gleisen. Hm. Hm. Es gab offensichtlich dann keinen Lebensmut und keine Freude am Leben mehr für deine Cousine. Ich verstehe halt nicht. Bitte? Ich verstehe es nicht. Hm. Naja, sie hatte eine sehr, sehr schwere seelische Erkrankung. Ja. Eine sehr schwere seelische Erkrankung. Also hat mich halt allein gelassen jetzt hier. Hm. Geht einfach und man hat mich einfach hier allein gelassen. Hm. Ich war immer so, die wollte immer, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nicht genug geholfen. Hm. Weil sie wollte immer bei mir sein und immer bei mir und
Weißt du, Sabrina, ich glaube, das haben alle Menschen, selbst die, die wirklich übermenschlich geholfen haben, haben das Gefühl, wenn so etwas passiert ist, dass man nicht genug geholfen hat. Ich habe ja auch mal gesagt, Stefanie, bitte, du musst auch mal gehen. Ich brauche auch mal Zeit für mich. Geh mal nach Hause. Du bist immer hier bei mir in der Wohnung. Und zuletzt, ein paar Tage vorher, hat sie mich noch gefragt, ob sie bei mir im Bett schlafen kann. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Du kannst nicht bei mir im Bett. Ich habe ihr manchmal schon gezeigt, dass ich auch mal alleine sein wollte. Ja, das ist aber auch richtig. Und das ist auch normal. Und ich glaube, dass man als medizinisch auch nicht erfahrener Mensch auch komplett überfordert ist, mit so einer schweren seelischen Erkrankung tagtäglich so nah umzugehen, dass du dann deine Grenzen auch gezeigt hast, dass du gesagt hast, ich möchte nicht, dass du bei mir im Bett schläfst, finde ich richtig und normal. Und wahrscheinlich würde dir jeder Psychiater genau das auch sagen. Denn die Alternative wäre ja, dass man komplett auch aufgefressen wird von der Krankheit des anderen. Ich denke, wenn man nicht vielleicht anders reagiert hätte, hätte sie es nicht getan. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wenn du es schilderst, dass sie so lange erkrankt ist, dass sie immer wieder davon gesprochen hat, dann ist das ein Verlauf ihrer schweren Erkrankung gewesen. Ich finde wichtig, dass du, ich meine, du bist jetzt erstmal richtig medikamentös behandelt worden. Das finde ich völlig in Ordnung nach so einem Schock. Sonst könnten wir wahrscheinlich auch gar nicht so normal miteinander reden. Nee, ich bin noch relativ normal. Genau, das machen die Medikamente. Ich finde, dass du einen Ansprechpartner haben musst, um mit diesen Vorwürfen, die du dir machst, damit du lernst, damit umzugehen. Ist denn so etwas schon geplant, dass du eine psychologische Betreuung bekommst in den nächsten Tagen oder Wochen? Ich weiß, ich glaube nicht. Ich habe so eine Psychotherapie, der Arzt hat mir heute eine ausgeschrieben, aber... Das dauert ja lange. Ja. Wie man dann da hinkommt. Im Prinzip müsste so eine Notberatung stattfinden. Da war ich auch heute und die Ärztin hatte gesagt, ja, ich habe ihr das erzählt, aber irgendwie, ja, dann gehen sie mal nach Hause und dann können sie nochmal anrufen, wenn sie das Bedürfnis haben. Aber ja, dann glaube ich nicht, dass das die richtige Ansprechpartnerin war für das, was ich jetzt meine, was nötig ist. Nochmal die Frage, so von dem Umfeld, Familie und Freunde, da sind genügend Leute um dich herum. Da sind genügend Leute, aber die brauchen alle jetzt selber. Wir denken, wir haben alle das Gefühl, als wenn wir zu wenig getan haben. Aber da, in dem Fall finde ich es auch gut und richtig, wenn ihr miteinander einfach auch euch das so sagt und dass ihr sprecht miteinander und nicht einfach schweigt. Das ist passiert sehr oft, wenn ein Unglück passiert ist, dass die engsten Angehörigen nicht mehr reden können. Versuch auch mit deinen engsten Angehörigen zu sprechen darüber. Also die Medikamente sind erstmal jetzt gut. Jetzt möchte ich gerne, dass wir im Hintergrund mal überlegen, zusammen mit dir, dass du so eine Notfallberatung für eine gewisse Zeit jetzt die nächsten paar Wochen bekommst. Dass wir da irgendwas überlegen und das organisieren oder helfen dir dabei. Ja? Irgendwie, ich habe halt Angst vor der Nacht jetzt. Das glaube ich. Ein Schlafmittel hat man dir nicht gegeben? Doch, ich habe sie ja schon genommen. Ich bin so ein bisschen betäubelt, aber ich kann jetzt schlafen trotzdem nicht. Weil ich habe irgendwie Angst zu schlafen jetzt. Ich kann mich nicht hinlegen und schlafen. Das ist ja auch die Wohnung, in der du eben mit ihr gewohnt hast die letzte Zeit. Ja. Aber es ist jemand in der Wohnung, sagst du, ne? Ja. Nebenan. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Meine Oma schläft, aber die hat schon 3 Tage nicht geschlafen. Die konnte jetzt nicht mehr. Ja. So, jetzt berätst du erst mit meiner Psychologin mal, was in den nächsten Tagen zu tun ist. Vielleicht hat sie ja noch einen Tipp. Du sagst ihr mal, was du einnimmst. Vielleicht kannst du die Dosis noch etwas erhöhen. Ich weiß es nicht. Das soll dann die Simone mit dir besprechen gleich. Ja? Okay. Du legst bitte auf, Sabrina, und wünsche dir und deiner Familie sehr, sehr viel Kraft für die nächste Zeit. Danke. Und von Herzen alles Gute. Ja, und vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Du legst auf, wir melden uns. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Und hier geht es gleich weiter mit dem Dominik. Dominik ist 18. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Dominik. Ja. Was geht's bei dir? Ja, ich habe vor ungefähr 2 Wochen meinen Job verloren. Das war jetzt zwar nur ein Aushilfsjob, aber davon habe ich halt gelebt. Und dann habe ich einfach so probeweise mit dem Strichen angefangen. Und das ist jetzt mittlerweile schon fast zu einer richtigen Sucht geworden. Also nicht die Sucht nach dem... Naja, also vor 2 Wochen hast du den Job verloren. Genau. So. Und wie viel Mal bist du auf den Strich gegangen jetzt? Seitdem? Ja. Also am Tag fast 2 bis 3 Dates. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ich meine, das ist ja nur schon eine merkwürdige Idee, sag ich erstmal, das zu machen. Ich bin schwul selber, also ich bin wirklich schwul. Und
ich habe übers Internet schon öfter gesehen, dass mich Leute angeschrieben haben und dann mir gesagt haben, für Taschengeld können wir mal was machen. Mhm. Das habe ich aber mal abgeblockt, weil ich das total eklig fand mit 40 oder 50-Jährigen. Mhm. Aber dann aus Geldnot habe ich dann einfach mal wirklich so ein Angebot wahrgenommen und dann mir da auch im Internet ein Profil eingerichtet. Mhm. Ja, und da haben sich in der ersten Stunde, weiß ich nicht, 40 Leute gemeldet. Ja. Und ja, mittlerweile ist das dann so, dass ich wirklich am Tag 2 bis 3 Dates mache. Und wo triffst du die? Meistens kommen die zu mir nach Hause. Zu dir nach Hause? Ja. Das sind Männer in welchem Alter, von bis? In der Regel so ab 40 aufwärts, aber ich hatte jetzt letzte Tage sogar einen, der war erst 25. Mhm. Mhm. Und jetzt gerade wirklich vor einer halben Stunde habe ich den letzten verabschiedet. Mhm. Wie fühlst du dich? Jetzt im Moment wieder scheiße. Ja. Das ist immer so ein Auf und Ab. Wenn man danach das Geld bekommt, fühlt man sich erstmal gut, aber dann nachher möchte man sich wirklich duschen und den Mund ausspülen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Wie viel Geld kriegst du denn für pro Besucher? 70 Euro, aber ich muss sagen, ich mache also nicht alles. Ich mache jetzt richtigen Sex zum Beispiel nicht, sondern nur oral. Mhm. Mhm. 70 Euro. Das heißt, du bist dann aktiv und die sind aktiv? Beide? Meistens bin nur ich aktiv. Manchmal auch ich, aber manchmal bin ich auch passiv, aber in der Regel bin ich aktiv. Mhm. Gelingt dir denn jedes Mal eine Erektion? Nein, nie. Und das nie? Nein. Und das stört die Kunden nicht? Nein. Mhm. Die wundern sich zwar immer ein bisschen, aber es stört die nicht. Aber es hört sich doof an, aber ich kriege einfach keinen hoch bei denen. Mhm. Mhm. Was hast du denn vorher da, was war das für ein Job, den du verloren hast? Das war, ich habe die erste Ausbildungsstelle habe ich verloren aufgrund der Tatsache, dass ich schwul bin. Und dann habe ich in einem Gastronomiebetrieb, also ich möchte den Namen nicht so gerne sagen. Nee, den musst du auch nicht. Ein großer Schnellimbissbetrieb. Ja. Dann in Teilzeit eine ganze Zeit lang gearbeitet. Ja. Und jetzt im September fange ich meine zweite Ausbildung an. Ach so. Und also ist zwar noch die Erstausbildung, aber... Und was ist das für eine Ausbildung als was? Ist eine kaufmännische. Eine kaufmännische. Und das ist schon geplant und das ist auch eingefädelt, dass du das... Das ist alles schon unterschrieben, ja. Das ist unterschrieben. Mhm. Aber da ich ja bis dahin ich habe eine eigene Wohnung und ein eigenes Auto und das muss ich alles bezahlen bis dahin. Mhm. Ja, und deswegen habe ich damit angefangen und jetzt mittlerweile komme ich davon nicht mehr so richtig los, weil... Ja. Wobei, es ist ja alles noch sehr frisch, ne? 2 Wochen. Noch frisch, 2 Wochen. Anderthalb Wochen letztendlich. Ja. Oder 2 Wochen. Wo lebst du? Du lebst nicht bei den Eltern, hast eine eigene Wohnung, sagst du? Ich habe eine eigene Wohnung, ja. Lebst du denn im engen Umfeld deiner Eltern? Wohnen die in deiner Nähe? 30 Kilometer entfernt. Achso, das heißt, da ist nicht so ein ganz enger Kontakt? Nein. Nein. Mit wem hast du engen Kontakt? Zu meinen Freunden. Hier in der Stadt. Ja. Enge Freunde? Ja. Wissen die Bescheid? Ich habe einen, der macht sogar ab und zu mal mit. Der ist auch schwul und der... ab und zu mal, wenn mal mich jemand anschreibt, ob irgendwie ein Dreier oder so machen sollen, dann macht er auch mit, dann ist er passiv und ich bin aktiv. Mhm. So, jetzt erzählst du mir das alles, das Ganze in wirklich mit einer Stimme, aus der ich so interpretiere, und du hast es ja gerade ja auch gesagt, ich möchte nur kotzen. Ja, so ist das auch. So ist das auch, ne? Gerade der Typ wollte auch wirklich, der hat auch nicht locker gelassen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht küssen und der hat trotzdem weitergemacht und ich habe dann auch mitgemacht, weil ich Angst hatte, dass ich nachher mein Geld nicht kriege. Mhm. Aber ich hätte kotzen können, es war einfach nur ekelhaft. Mhm. Aber trotzdem denke ich am nächsten Tag wieder, oder ich gehe morgens dann direkt wieder an den Computer und gucke nach meinem Termin. Aber da sieht man natürlich wieder, wie verführerisch das, die Kohle ist, ne? Es ist nur das Geld. Es ist absolut nur das Geld und die Gier nach dem Geld. Ja. Und wenn du mir jetzt sagst, du hast eine Wohnung und ein Auto, ja, okay. Wie verdient man so schnell Geld, wenn man überlegt? Nein, natürlich nicht. Eine halbe Stunde? Da hast du recht, aber das darf ja nicht das Argument sein. Das Argument muss ja sein, will ich das wirklich? Und wenn ich es nicht will, wie schade ich mir? Und du schadest, glaube ich, dir und deiner Psyche enorm mit dem, was du da tust. Ja, und auch meiner Gesundheit, weil ich muss auch zugeben, dass ich auch mir jetzt schon ein paar Mal habe in den Mund kommen lassen und also ich habe noch nie geschluckt, aber auch nicht unbedingt gesund in den Mund. Definitiv. Also ein rundherum schlimmes Ding, was da gerade mit dir passiert, Dominik. Wenn du mir erzählst, du brauchst die Kohle für dein Auto, für die Wohnung, dann sag ich erstmal, okay, für die Wohnung brauchst du das Geld, für das Auto brauchst du es erstmal nicht. Mhm. Auf ein Auto kann man auch verzichten. Ja, und, das stimmt, aber ob ich das möchte, ne? Ja, gut, alles geht nicht auf einmal. Wenn du also einmal willst, dann musst du halt diesen schlimmen Weg gehen, den du gerade im Moment gehst. Mhm. Und ich glaube ja immer noch, wenn du bist ein 18-jähriger Kerl, dass du dich mit vielen
kleinen Jobs auch ganz gut über Wasser halten kannst, bis du deine Lehre machen kannst. Mit irgendwelchen kleinen Scheiß, Pakete auspacken, Zeitungen austragen oder weiß ich was. Wohnst du in einer größeren Stadt? 70.000 Einwohner, ja. Wie viel? 70.000. Ja, gut. Irgendwas wird's finden, irgendwas wird's geben, irgendwas. Und wenn eine Pizza... Dann denke ich mir, wenn ich... Vorher habe ich für diese 70 Euro in dem... Aber so darfst du nicht denken. Imbissbetrieb 8 Stunden lang gearbeitet. Ja, aber da gehst du nach Hause und denkst, scheiße, ich bin platt. Aber kannst dir in die Augen gucken im Spiegel. Das kannst du jetzt nicht mehr. Das stimmt. Das ist das Argument. Klar, sicher, hast du schnell das Geld auf der Hand. Das ist völlig klar. Aber das ist nicht das Argument. Das Argument ist, wie du dich fühlst. Und ein genauso wichtiges Argument, deine Gesundheit. Stell dir mal vor, du holst dir bei dieser Scheiße jetzt irgendeine schlimme Krankheit. Da wirst du dich dein Leben lang schwach zum Tod ärgern drüber. Das stimmt. Dass du niemals, du wirst immer sagen, mein Gott, hätte ich doch bloß die Finger davon gelassen. Keine Kohle der Welt ist es wert. Ja, aber wenn man in dieser Situation ist, wo man wirklich bangen muss, dass man seine Wohnung nicht bezahlen kann, dann... Du bist nicht in einer richtig schlimmen Situation. Und ich glaube auch noch nicht, dass du alles ausgereizt hast, dass du zumindest deine Wohnung behältst für die Übergangszeit, bis du deine Lehre bekommst. Nee, das stimmt schon. Mensch, Dominik, wie viele Leute haben auch eine eigene Wohnung und gehen nicht auf den Strich? Und knausern sich auch irgendwie so durch? Außerdem weiß ich ja gar nicht, kriegst du nicht auch irgendeine Beihilfe oder... Es ist jetzt beantragt, aber bis das dann da durch ist, das dauert ja auch immer. Okay, aber das alles zählt für mich nicht als Argument. Das alles kannst du lösen. Und du hast dann den unbequemen Weg, aber den für dich geraden Weg und den sauberen Weg. Weißt du, wenn du das jetzt weitermachst, weißt du, was für eine Sorge ich noch habe? Welche? Dass du deine Lehre erst gar nicht anfängst. Wie oft haben mir das auch schon Mädels hier erzählt, die dann irgendwann das so mitgekriegt haben, wie einfach das ist, und dann alles über Bord geschmissen haben und immer weiter abgesunken sind in das Milieu, in das sie eigentlich nicht rein wollen. Ja, da habe ich auch Angst vor, weil ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, im Internet, in diesen Profilen, da habe ich natürlich auch Fotos von mir, und wenn das mal der Falsche sieht, der vielleicht was mit meiner Ausbildung zu tun hat, dann... Das kommt auch noch hinzu. Das kommt, wollen wir alles gar nicht beschwören. Im Prinzip müssen wir jetzt die Notbremse ziehen. Du, nicht wir, Quatsch. Du musst die Notbremse ziehen. Du bist jung, aber erwachsen. Und du bist Herr deiner selbst. Und du kannst heute Abend entscheiden, ab morgen ist Schluss. Morgen stehst du früh auf und machst dich auf die Socken und klapperst alle Läden, alle Geschäfte ab, ob du irgendwo kellnern kannst, ob du Zeitung austragen kannst, ob du Pizza ausfahren kannst, ob du Kurierdienst machen kannst, ich weiß nicht was, irgendwas. Aber ob mir das gelingen wird, ist die Frage, weil ich glaube nicht dran, weil ich habe wirklich schon in den letzten Tagen gemerkt, auch der Kollege von mir hat gesagt, dass ich nur noch von Dates rede und nur noch die Dollarzeichen in den Augen habe. Aber niemand, kein Mensch auf der Welt kann dich ja seinen Ohren ziehen und sagen, komm, jetzt kommst du da raus. Das musst du machen. Ich kann dir nur in diesem Gespräch, was nach einigen Minuten beendet sein wird, dann werden wir vielleicht uns in unserem Leben nie mehr sprechen. Ich kann dir nur sagen, mit aller tiefer Ehrlichkeit, Dominik, so wie du es schilderst und wie du dich dabei fühlst, lass 100% die Hände sofort davon. Du schadest nur dir und deinem Leben. Das ist recht. Ich rede nicht, ich moralisiere jetzt nicht. Es geht einfach so um dich. Es geht um dich und um dein Gefühl und um deine Zukunft. Und es sind ja erst 2 Wochen, Mensch. Wenn du jetzt schon 2 Jahre dabei wärst, was meinst du, wie schwer das wäre? Aber so fühle ich mich schon, als ob ich da schon... Noch ein Argument mehr, sofort zu sagen, Schluss, aus. Ich mache es nicht mehr. Es gibt gar keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du es weitermachst, dann guten Tag in der Gosse. Ja, ich muss es so sagen. Ja, ich will es nicht hoffen. Die Gefahr ist sehr groß, Dominik. Die Gefahr ist sehr groß, dass man sehr vor die Hunde geht. Wirklich sehr. Ich glaube, in diesem Gewerbe muss man schon eine sehr starke Person sein. Es gibt ganz wenige, die da unbeschadet durchgehen können. Es gibt welche. Aber sehr viele gehen wirklich vor die Hunde. Und da bist du zu schade für. Was hast du denn für einen Schulabschluss? Fachhochschulreife, also Fachabitur. Fachabitur sogar. Junge Mensch. Mensch, mach was aus deinem Leben. Mach deine Lehre und dann guckst du, vielleicht kannst du hinterher sogar noch studieren, weil wenn du Bock hast. Was waren denn sonst so deine Träume, deine beruflichen Träume? Eigentlich wollte ich immer Flugbegleiter werden. Ja? Ja, gut.
selbst das wäre vielleicht auch noch möglich. Ich meine, du bist erst 18. Aber mach jetzt erstmal deine Lehre. Das ist das Allerwichtigste, dass du erstmal eine Grundlage hast. Hm. Nein, das Allerwichtigste ist, du gehst morgen nicht mehr, lass dir morgen, du machst morgen nicht mehr die Tür auf. Schluss aus. Ja. So. Ich habe alles ganz klar gesagt, Dominik. Du musst es tun. Du musst handeln. Wenn du das geschafft hast, oder wenn du es auch nicht geschafft hast, schick mir doch bitte mal eine Mail. Ich werde mich sehr gut erinnern. Ich werde mich erinnern. Das ist, wie gesagt, so ein zweigleisiges Ding. Ne? Auf der einen Seite möchte ich das ja nicht machen, weil es mich wirklich anekelt. Und auf der anderen Seite ist das halt die Sache mit dem Geld. Und wir drehen uns im Kreis. Ja. Ne? Ich kann dir jetzt nichts Neues mehr sagen dazu. Ich. Es geht um deine Psyche. Ich guck mal, was die Zukunft bringt und melde mich dann. Okay, das wäre sehr schön. Ich wünsche dir viel Kraft und Durchsetzungsvermögen gegen dich selbst, Dominik. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Also. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr heute gerne anrufen wollt, wenn ihr morgen mich gerne anrufen wollt. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema Beerdigungen. Ich möchte mit euch über ungewöhnliche Vorkommnisse während einer Beerdigung reden. Ich möchte gerne mit euch über ungewöhnliche Beerdigungen reden. Es gibt ja Seebeerdigung, Seebestattung, es gibt den Friedwald, es gibt ganz ungewöhnliche Beisetzungen auch im Ausland, die man organisieren kann. Und ich möchte sehr gerne mit euch über Beerdigungszeremonien aus anderen Kulturen sprechen. Ich beispielsweise weiß nicht, wie die Beerdigungszeremonie bei Moslems abläuft oder bei jüdischen Mitbürgern. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir morgen einiges erzählen. Also das Thema heißt Beerdigungen und ich möchte gerne mit euch morgen darüber reden. Ihr könnt rund um die Uhr mailen unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Heute haben wir wie immer eine freie Themennacht und ihr könnt euch ja äußern zu jedem Thema, das euch interessiert. Marti ist hier. Marti ist 40. Guten Morgen, Marti. Hi, Domian. Eine Frau. Ja. Ich hatte gerade gedacht, Marti, dachte ich, das ist vielleicht ein Mann. Nein, mein Mann mochte meinen Namen nicht und darum hat er kurz aus Martina Marti gemacht. Achso, verstehe. Seitdem bin ich das. Und hallo Marti. Ja, es geht eigentlich nicht um mich, sondern um meinen Sohn und es geht um diese G8-Geschichte. Mhm. Und wir wohnen in Hamburg, mitten in der Schanze. Mhm. Sagt dir das was? Ja, Schanzenviertel. Schanze, Rote Flora. Mhm. Und da war hier am Montag, am Pfingstmontag, eine Riesendemo. Mhm. Und da hatten sie, glaube ich, eine Hundertschaft vor die Demo gestellt und noch den Zug zwei Drittel begleitet, rechts und links. Mhm. Und da haben sie meinen 16-jährigen Sohn hops genommen, obwohl er gar nichts gemacht hat, in Gewahrsam genommen. Mhm. Wie lange war er im Gewahrsam? Die sind nachmittags, so spät Nachmittag, in Gewahrsam genommen worden. Und um 11 Uhr erreichte mich der Anruf einer Mutter, deren Sohn auch in Gewahrsam genommen wurde. Mhm. Der war allerdings 18, durfte seine Mutter anrufen. Mhm. Mein Sohn ist 16 und durfte mich nicht anrufen. Das heißt, du hast einen halben Tag quasi erstmal warten müssen? Nein, mein Sohn wohnt in einer Wohngemeinschaft. Ach so. Und ich hätte das so gar nicht mitgekriegt. Wie lange war er denn insgesamt in Polizeigewahrsam? Von nachmittags, ich weiß nicht genau, wann die festgenommen wurden, aber es ging bis nachts um 3:30 war er wieder in der Wohngruppe. Mhm. Warum war er überhaupt da in dieses Umfeld reingeraten? Das war ja nun doch eine sehr heftige Sache, die da abgegangen ist. Also es ist, mein Sohn ist in der Roten Flora, also geht da ein und aus. Erklärst du, was Rote Flora ist? Rote Flora ist ein altes Theater. Das sollte diese neue Flora werden, wo Phantom der Oper lief und so weiter. Das ist jetzt die neue Flora, hier auch um die Ecke. Mhm. Und da haben sich halt Anwohner des Viertels gewehrt, um dieses alte Theater zu erhalten. Das ist jetzt so eine Art Jugendkulturzentrum. Mhm. Und die da, also ich weiß nicht, ob da jetzt auch Autonome sind, aber auf jeden Fall, das ist das. Es gab da eine Durchsuchung, ich glaube genau da gab es diese Durchsuchung. Ja, genau, da gab es auch diese Durchsuchung. Genau. Aber eigentlich, so wie ich die kenne, sind das ganz piezige Leute. Ich war da früher auch. Also ich wohne hier seit 20 Jahren. Das sind immer ganz traurige Geschichten, wenn man so etwas hört, wenn Leute in die Fänge der Polizei geraten, die komplett unschuldig sind. Ja, und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben ja nun die schlimmen Bilder gesehen am Wochenende.
dass die Polizei etwas tun muss und dass sie vorsorglich auch etwas tun muss. Darüber sind aber wir uns mein Sohn ist kein schwarzer Autonomer. Der, glaube ich dir. Als der hier rum, der kam hier Samstagabend bei mir an mit einem hellblauen Hemd. Also absolut nicht schwarz und nicht vermummt. Und sein Kumpel genauso wenig. Und die haben auch nichts gemacht. Die haben keinen Stein geschmissen. Die haben einfach wirklich demonstriert und sind mitgenommen worden. Nun müsste man mal eine Stellungnahme der anderen Seite hören, der Polizei, wie das dazu gekommen ist. Und es ist ein bisschen schwierig. Wie hat man ihn behandelt auf der Wache? Hat er darüber erzählt? Der durfte gar nichts. Der durfte nicht telefonieren. Die haben irgendwie nichts zu essen gekriegt. Und besagte Mutter seines Freundes rief mich halt an und sagte, der ist seit morgens unterwegs, hat nur gefrühstückt. Und das war dann, also der musste noch bis zum nächsten Morgen bleiben, weil der 18 war. Die haben nur die Minderjährigen, die haben gesagt, nein, sie müssten jetzt erst die Minderjährigen rausschicken. Den 18-Jährigen, obwohl er hier bei uns wohnt, dürfen sie nicht mitschicken. Und das Schlimmste an der Sache war, dass sie ihn nicht hier bei uns irgendwo in der Gegend eingeknastet hatten, sondern in Niendorf, das irgendwie einmal gut 10 Kilometer, oder ich weiß es jetzt nicht genau, aber warum vollkommen anderer Stadtteil. Ja, warum war das nun noch besonders schlimm? Weil wie soll der nachts nach Hause kommen? Wie ist er denn nach Hause gekommen? Letztendlich musste ich dann irgendwie zwischen 2 und 3, die haben mich erst um 1 angerufen, er würde jetzt verhandelt und dann haben sie mich nochmal angerufen um 2 oder so. Ich könnte ihn jetzt abholen oder ob er in ein Taxi dürfte. Da habe ich gesagt, natürlich darf er in ein Taxi. Ich fahre doch nicht nachts um 2 quer durch Hamburg. Na, immerhin hat man sich darum gekümmert. Man hat dich angerufen und man hat den Jungen nicht einfach auf die Straße gesetzt. Muss man ja auch schon mal so sehen. Das so. Ist ja wohl die Pflicht so. Der Leute, die ihn dann mitnehmen. Da ist jetzt was schiefgelaufen. Da haben wir alle Verständnis für, dass du da empört bist und wäre ich als Vater auch. Aber wie siehst du denn die Vorkommnisse, die wir im Fernsehen verfolgen konnten in Rostock? Das ist natürlich fatal, wenn die Leute friedliche Demonstrationen zu Steinschlachten machen. Das geht gar nicht. Aber ich weiß nicht, warum die friedliche Demonstranten einfach abgreifen. Das geht ja auch nicht. Also man muss immer beide Seiten sehen. Ja, wobei in Rostock, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Da ist, nein, die Schuld, ne? Da ist die Schuldfrage eindeutig. Aber hier in der Schanze ist ja nichts passiert. Also, ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen, das weiß ich nicht. Habt ihr irgendwo vor, euch da irgendwie noch juristisch irgendwie noch zu wehren? Oder? Da hat man doch eh keine Chance. Ja. Also, da muss hast du dich mit anderen Eltern mal zusammengesetzt, deren Kinder da auch oder Jugendliche auch festgenommen wurden? Nee, es war ein Glück sowieso, dass der Kumpel von meinem Sohn gesehen hat, dass der 2 Zellen weiter war, sonst hätte ich davon überhaupt nichts erfahren. Ich hoffe nur, dass jetzt dein Sohn nicht daraus lernt, per se die Polizei ist schlecht. Wenn er jetzt auch mal eine solche Erfahrung gemacht hat. Mein Sohn hatte danach vor, noch nach Heiligendamm zu fahren. Also der. Ich hoffe friedlich. War aber relativ sauer, natürlich friedlich. Ja, natürlich friedlich. Also die waren immer schon, als Grundschüler schon friedlich und sind es auch immer gewesen. Und deshalb haben wir auch nicht verstanden, warum ausgerechnet die ich finde wirklich misslich an der Geschichte, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass wenn sie gemerkt haben, wenn die Polizei gemerkt hat, dass da ein Fehlgriff stattgefunden hat, dass nicht eine Entschuldigung ausgesprochen wird und dass sie ihn nicht dann zu dir nach Hause fahren oder ihn nach Hause fahren, sondern dann auch noch abholen lassen. Eine Entschuldigung, ich gehe mal davon aus, dass sie sich nicht entschuldigt haben, nein, oder? Natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Ich hatte dann hinterher eine Beamtin am Apparat, wo ich sagte, können Sie nicht bitte den Kumpel von meinem Sohn mitschicken? Der wohnt hier, der hat keine Jacke mit, es hat geregnet, es war ja auch nachts um 4, es ist kalt. Nein, die 18-Jährigen werden erst am nächsten Tag verhandelt. Jetzt müssen wir erstmal die Minderjährigen loswerden. Oh, und da meine ich loswerden, warum haben sie ihn überhaupt mitgenommen? Ich glaube wirklich, dass der Ton da vieles beschwichtigen könnte. Fehler machen wir alle, Fehler macht auch die Polizei. Und wenn die dir freundlich gesagt hätten, passen Sie mal auf, er war da irgendwie, er ist aus Versehen mit reingeraten, uns tut es leid, bitte entschuldigen Sie. Ich glaube, dann wäre das auch ein bisschen schon angenehmer für euch. Es war ganz im Gegenteil. Ihr Sohn ist hier in Gewahrsam. Es war wirklich der übliche Polizeiton, das ist so und so. Und wurde mir noch reingewirkt. Keiner hat ihn ja gezwungen zu demonstrieren. Und da habe ich auch gedacht, ja, schönen Dank auch. Also, aber er hat ja doch gar nicht demonstriert, ne? Er war auf der Demo, natürlich, aber er war friedlich. Ja, friedlich. Gut. Friedliche Demonstration. Okay, wir können jetzt die andere Seite, wie gesagt, nicht hören. Wahrscheinlich hat die Polizei vielleicht sogar eine ganz andere Darstellung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du bist sauer, ich verstehe das als Mutter, subjektiv kann man das gut verstehen. Und dann auch einfach Jugendliche in andere Stadtteile zu verschleppen nachts, ist irgendwie auch kein Spaß. Also das Taxi muss dann auch bezahlt werden und so weiter. Ja.
So, liebe Martin, jetzt hoffen wir gemeinsam, dass es nicht weitere Krawalle gibt in Deutschland die nächsten Tage. Ne, würde ich sagen. Wird so weitergehen, also wie ich das sehe. Ja, ich sag, wir wünschen das mal, dass das nicht passiert. Das sowieso, aber es ist schon unglaublich, dass sie irgendwie friedlich Demonstrierende durch die Gegend schleppen. Finde ich nicht okay. Also. Ja, aber es ist auch unglaublich, was vermummte Demonstranten anstellen. Und das ist auch nicht okay. Das ist eine ganz andere Sache. Mhm. Das ist eine ganz andere Sache, hast du völlig recht. Ich danke für deine Meinungsäußerung, Marti. Alles Liebe, hoffentlich passiert es nicht wieder sowas. Okay. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Und Achim ist hier. Achim ist 45. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Achim. Um was geht's? Wie soll ich das sagen? Ich bin psychisch und emotional sehr, sehr am Boden. Warum? Also ich hatte vor fünf Wochen ungefähr einen Weinkrampf in der Firma. Das war ganz schrecklich. Also ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Plötzlich so? Ja, was heißt plötzlich so? Also Grund ist die Trennung von meiner Partnerin. Mhm. Die vor kurzem war? Ja, das liegt so knapp 2 Monate zurück. Ja. Aha. Wer hat sich denn hat sie sich von dir getrennt? Meine Freundin hat sich von mir getrennt. Nach wie vielen Jahren? Nach fast 5. Mhm. Und mit welcher Begründung? Ja, das ist eben der Grund. Ich weiß es nicht. Bis heute nicht. Ich habe gar keinen Grund bekommen. Also sie sagt zu mir, ich bin der Mann, oder sie sagt, nee, was sagt sie nochmal, Moment, lass mich nichts Falsches sagen. Ich bin der Mann, ohne mich kann sie nicht leben und mit mir kann sie auch nicht leben. Dann würde ich als Mann erstmal erhoffen, dass sie mir erklärt, warum kannst du nicht mit mir leben? Ja, gute Frage. Ne? Ja. Habt ihr denn viel Stress gehabt in den letzten Zeiten? Nee, eigentlich gar nicht. Ja, aber von ungefähr kann das ja nicht kommen. Das muss ja irgendwie schon begründet sein. Also ich habe eben kurz in deinem Team angesprochen, das Einzige, was also ist, sie ist ein Mensch, sie hat Angst vor Nähe. Ja, das ist einfach so. Oder sie kann Nähe schlecht ertragen, auf Dauer. Was bedeutet das denn, wenn sie das nicht ertragen kann, was passiert denn dann? Sie macht so die Schotten zu oder sie wird aggressiv. Also gab es dann doch schon Spannungen zwischen euch? Also Spannung gab es sicherlich schon, ja, aber ich habe das eher so, ja, wie sagt man, hingenommen. Also ich waren die Spannungen schon viele Jahre da? Ja, ich würde mal sagen so, weiß ich nicht, so nach 1,5 bis 2 Jahren, würde ich sagen. War denn die Nähe in den ersten Jahren, war die sehr intensiv zwischen euch beiden? Ja, die ist immer noch intensiv gewesen, auch die Zeit danach. Ja, aber wenn du sagst, sie kann keine Nähe ertragen... Also ging es in dem ersten Jahr besser als dann danach? Nee, das kann man nicht so sagen, Jürgen. Mhm. Also ich würde eher sagen, dass die 5 Jahre sehr potenziell eher noch nach oben gesteigert worden sind. Nee, ich frage so intensiv nach, weil man manchmal ja als Partner gar nicht so richtig mitbekommt, was mit dem anderen vorgeht. Und wenn du so sagst, ich weiß überhaupt nicht, was da los ist... Kann ich das gar nicht, ich glaube dir das schon, aber da muss schon was sich angesammelt haben im Laufe der Zeit, was du vielleicht nicht so gesehen hast. Guck mal, ich meine, ich kann ja alles nur vermuten, dass ich finde immer sehr, sehr, sehr erschreckend ist, wenn man auf irgendwelche Fragen gar keine Antworten bekommt oder derjenige weicht immer nur aus. Ja, das ist ganz schlimm, Das, ja, ich will nicht sagen, das macht mich rasend, das wäre ja irgendwie so ein Gewaltpotenzial, das habe ich irgendwie nicht. Ja. Du hast angefangen während der Arbeit zu weinen. Ja. Also mir ging es davor schon sehr schlecht, ja, also ich kann gar nicht mehr abschalten, gar nichts mehr. Das ist also ein Zustand, den ich also... Wie lange hat dieser Weinkrampf, ich sag mal Krampf, dieser Weinanfall, wie lange hat der angehalten? Eine halbe Stunde. So lange? Ja. So lange? Was machst du beruflich? Ich arbeite in einem großen Logistikzentrum. Wie haben die Kollegen da auf dich reagiert? Erschrocken. Die waren ja wahrscheinlich ganz... Die haben mich noch nie so erlebt, natürlich nicht. Es hat dann... Und du konntest auch gar nicht sprechen. So hast du geweint. Also ich konnte irgendwie kurz was erklären, aber ich konnte nicht mehr abschalten. Ja, also mich hat dann jemand zum Krankenhaus gefahren. Der behandelnde Arzt hat mich gefragt, was los ist. Ich habe ihm das dann kurz geschildert, dass ich also schon mehrere Wochen... kaum geschlafen habe, kaum gegessen habe, kaum was getrunken habe. Also immer nur, weiß ich nicht, bis nachts 3, 4 Uhr auf bin. Ja. Das war ein richtiger Zusammenbruch. Ein psychisch, körperlicher Zusammenbruch. Denk ich schon. Wenn du sagst, du hast wenig geschlafen, wenig getrunken und die seelische Belastung, irgendwann macht der Körper einfach einen Stecker raus. Ne? Ja, genau. Ich habe dann irgendwie was bekommen, irgendein Beruhigungsmittel.
Schmerzmittel, ich weiß nicht, was es war. Wie geht es dir denn jetzt, heute oder die letzten Tage? Genauso schlecht. Genauso schlecht. Aber du arbeitest schon wieder? Ja, natürlich. Mhm. Ja. Ja. Gibt es denn noch Kontakt zur Zeit zwischen dir und deiner Partnerin? Also ich habe mit ihr telefoniert, mehrmals. Dann haben wir uns nochmal getroffen. Wir haben über die ganze Situation gesprochen. Das fand ich dann auch im Nachhinein sehr absurd. Sie sagte, ja, eigentlich war das doch total bescheuert. Wir haben uns jetzt 4 Wochen getrennt und ich vermisse dich total. Ja, dann waren wir wieder 1,5 Wochen befreundet. Für mich war mehr oder weniger die Welt wieder in Ordnung. Mhm. Dann gab es wieder ein Wochenende. Es gab gar nichts. Es gab keinen Grund, es gab nichts. Wir haben zusammen noch ein Eis gegessen. Ich bin zu ihr hin und dann irgendwie, ich weiß nicht mehr konkret, worum es sich ging. Es waren auf jeden Fall irgendwelche Banalitäten. Und dann sagte sie zu mir, so, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ich dachte, ich hör mal, was soll das? Mhm. Sie sagte, nein, ich möchte, dass du meine Wohnung jetzt verlässt. Und das war das letzte Zusammentreffen? Das war mehr oder weniger das letzte Zusammentreffen. Ihr habt nicht zusammen gewohnt, alle Jahre? Nee, wir haben jeder unsere eigene Wohnung. Ja. Ich muss dazu sagen, wir wohnen nur 5 Minuten auseinander. Mhm. Ja. Begegnest du ihr denn schon mal zufällig auf der Straße? Ja, es gibt da noch eine Situation. Ich habe ja einen Sohn, der ist 10, der kennt die Frau natürlich auch 5 Jahre. Mhm. Und der Junge wohnt zwar bei seiner Mutter, leidet aber natürlich genauso. Mhm. Ja, und dann haben wir die durch Zufall mal im Eiscafé gesehen. Ja. Und er sagte, hey, guck mal da vorne. Mhm. Ich will den Namen jetzt nicht. Nee, muss ja auch nicht. Macht ja auch nicht. Nee. Wir sind dann da hingegangen und wir haben uns dann auch an den Tisch zu ihr hingesetzt. Ja, und dann hat erstmal mein Sohn so mit ihr gesprochen. Und ich habe das gemerkt, sie musste ihre Fassung oder wollte ihre Fassung irgendwie bewahren. Mhm. Und dann sagte sie zu mir, wie geht's dir? Ich konnte meine Fassung überhaupt nicht mehr bewahren. Das war schrecklich, Jürgen. Da hast du wieder geweint? Ja. Vor dem Jungen auch? Ja, und ich meine, die Leute interessieren mich in dem Moment nicht. Der Sohn war halt dabei, ne? Ja, natürlich. Für den wäre das ja auch schlimm, dann den Vater so leiden und aus der Fassung zu sehen. Ja. Ich habe das auch zu meinem Sohn gesagt. Ich habe gesagt, dein Vater ist noch nie so schrecklich gegangen wie jetzt. Mhm. So, bist du sicher, dass sie keinen anderen hat? Nee. Es könnte sein, dass da jemand ist. Nee, aber ich möchte ganz kurz was sagen, Jürgen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, zu dieser ganzen Situation... Sie geht schon sehr lange zu einer Heilpraktikerin und diese Heilpraktikerin, das weiß ich, arbeitet auch mit Hypnose. Hm. Ja, es gibt solche und es gibt solche. Du meinst, dass diese Heilpraktikerin einen üblen Einfluss auf sie hat? Ja, das glaube ich. Wie alt ist deine Freundin, Ex-Freundin? Genauso alt wie ich. Genauso alt wie du. Ja. Und sie geht schon sehr lange hin. Ich kann es natürlich nicht beweisen. Weißt du, Achim, da würde ich mich jetzt gar nicht groß reinsteigern in solche Theorien, dass sie da unter bösem Einfluss steht oder so. Ich meine, die ist eine Frau mit Mitte 40, die weiß, was sie sollte wissen, was sie tut. Mhm. Ich finde es sehr schlimm, wie ich das immer schlimm finde, wenn Trennungen passieren, wenn man das nicht begründet, wenn man dem anderen nicht begründet. Mhm. Das mindert zwar nicht den Schmerz, aber man weiß, woran man ist. So stehst du ja völlig im leeren Raum und sagst, warum, wieso? Und vielleicht es gibt Anhaltspunkte, aber so richtig weiß ich nicht Bescheid. Ja, genau. Ich meine, ich weiß noch nicht, ich würde gerne deine Meinung hören. Ich meine, ich gucke auch auf deine Sendung. Mhm. Was würdest du von so einer Aussage halten, wenn jemand zu dir sagt, ich kann ohne dich nicht leben? Und dann kommt 5 Sekunden später der nächste Satz, ich kann aber auch nicht mit dir leben. Finde ich eine Plattitüde, würde mich wütend machen. Weil das ist ein Satz, damit kann man überhaupt gar nichts anfangen. Den muss ich auch erst überhaupt gar nicht sagen. Dann, wenn jemand so etwas zu mir sagen würde, würde ich sagen, jetzt komm, jetzt Butter bei die Fische, jetzt erklär mir das. Warum? So. Nur so einen Satz einem vor den Latz zu knallen, finde ich bescheuert. Ja. Guck mal, ich meine, ich will mich jetzt nicht als Übermensch einstellen, Jürgen, aber guck mal, ich bin 45, ich kann das wirklich für mich behaupten, ich bin nie zweigleisig gefahren, guck mal, ich nehme keine Drogen, ich trinke so gut wie keinen Alkohol, also ich betrachte mich wirklich als sehr solider Mensch. Mhm. Ja, und ich glaube, weiß ich nicht, das können vielleicht nicht viele von sich behaupten. Wäre das für dich denn, wäre es für dich ein großer Wunsch, mehr zu erfahren, was ihre Beweggründe sind? Ja, natürlich. Wäre sie denn, ich weiß ja nicht, wie zerrüttet das schon jetzt ist, wäre sie bereit zu einem Dreiergespräch mit einem Paar, in einer Paarberatung? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das
wahrscheinlich ist die jetzt erstmal weg und ist froh, dass sie erstmal ja sich nicht auseinandersetzen muss, könnte ja sein. Ich, guck mal, es kommen ja auch so Aussagen, Jürgen, da kann ich auch nichts mit anfangen. Zum Beispiel, sie sagte mal zu mir, ich kann das nur auf die emotionale Schiene beziehen, denke ich mir. Mhm. Dann habe ich mit ihr telefoniert und sie sagte, ja, ich muss mich vor dir schützen. Mhm. Dann sagte ich, was soll dieser Satz? Ich sag, hör mal, ich habe dir nie irgendwas zu leide getan, kein Haar gekrümmt, gar nichts. Das sagen Menschen, die sich vereinnahmt fühlen von jemand anderem. Was heißt vereinnahmt? Ja, dass jemand zu viel will und zu umgreifend ist und zu bestimmend ist, ja, und zu sehr in das Leben des anderen eindringt und so weiter. Aha. Also sie hat immer zu mir gesagt, mein größter Wunsch ist, ich wünsche mir immer einen Mann, der mich so liebt, wie ich bin. Ja, also sie hat ein paar Kilo zu viel, sie hat, ich sag das ruhig mal so, Schuppenflechte an den Füßen, das hat mich nie gestört. Mm. Ja, weil ich diese Frau so kennengelernt habe, wie sie ist. Ja. Jetzt habe ich zwei Ideen. Ja. Die erste Idee ist, wenn es nochmal vielleicht doch zu einem Gespräch kommt mit euch beiden, ich schlage ihr das doch mal vor. Ich glaube, dass es wirklich hilfreich ist, für vor allen Dingen für dich hilfreich ist, vielleicht auch für sie hilfreicher, dass sie mehr eine Klarheit hat, was da los ist. Wenn sie das nicht macht, das kann ja sein, meistens machen die das nicht, die gehen, weil die gar keinen Bock mehr haben, sich mit dem ganzen Kram auseinanderzusetzen, denen ist das lästig. Ja. Dann, da du doch offensichtlich sehr labil zu sein scheinst in dieser Sache und das allein nicht auf die Reihe kriegst, was ja kein Manko ist, jeder reagiert anders. Ja. Würde ich dir aber wirklich dringend eine Unterstützung von Seiten einer Beratung, eines Therapeuten, würde ich dir sehr empfehlen. Sehr. Du hast einen Sohn, du hast Verantwortung zu tragen. Du kannst das auch nicht alles einfach so laufen lassen. Das weiß ich selber, Jürgen, aber guck mal, wie gesagt, ich bin 45 Jahre alt. Ja. Ich mache auch keinen Hehl daraus. Ich hatte viele Frauen in meinem Leben. Ja, aber auch die Erfahrenen können komplett umgehauen werden, wenn eine Liebe vorbei ist. Also. Ja, ja, ja. Achim, ich würde gerne, dass meine Psychologin dir noch ein paar Tipps gibt und vor allen Dingen auch noch ein paar Anlaufstellen, wo du dich oder wo ihr euch dann hinwenden könntet. Ja. Ja, sollen wir es so machen? Ist okay, ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, von der Simone, zurückgerufen. Ja, okay. Kopf hoch und alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir aber auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss, Jürgen. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Beerdigungen. Ich möchte gerne mit euch reden über ungewöhnliche Beerdigungen, über ungewöhnliche Vorkommnisse auf Beerdigungen und über Beerdigungszeremonien aus anderen Kulturen. Ihr könnt euch rund um die Uhr anmelden, kennt ihr ja das Spielchen, über die E-Mail-Adresse oder ab 0 Uhr anrufen, ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Tobias ist 26, guten Morgen. Hi Domian. Hi Tobias. Ich habe gerade ganz gespannt das Gespräch mit Marti und mit dir verfolgt, wo es um den Jungen ging, der in Hamburg in Gewahrsam genommen wurde. Mhm. Und ich wollte mal kurz die andere Seite ein bisschen beleuchten. Bist du Polizist? Ich bin Polizist, genau. In Hamburg? Nee, in Schleswig-Holstein. Ja. Aber wir wurden für diese Großlage nach Hamburg nachgefordert. Mhm. Und ich habe das deswegen auch ein bisschen mitgekriegt. Warst du in sogar da im Einsatz, wovon sie gesprochen hat? Ich war da im Einsatz. An dem Tag? Genau. An dem Tag. Ah ja, genau. Gut, dann erzähl mal. Mhm. Ja, also zunächst war das so, dass das eine ganz friedliche Demonstration war. Mhm. Und aus dieser Gruppe heraus haben sich dann aber sogenannte Ultras rauskristallisiert, die sich dann auch vermummt haben. Mhm. Und generell ist es ja so, dass bei Demonstrationen ein Vermummungsverbot besteht. Mhm. Das heißt, man darf sich also nicht vermummen, man muss immer ohne tun. Was ja auch völlig richtig ist. Ja, ganz genau. Wer nichts zu verbergen hat, braucht sich auch nicht vermummen. Genau richtig. Und dann kam eben dazu, dass diese Leute auch noch gefüllte Flaschen und Steine in ihren Rucksäcken hatten und dass das Ganze dann eben gewalttätig wurde. Ne? Wie kann das sein, dass dann so ein 16-jähriger Junge friedlich demonstrierend mit in den Sog gerät und von der Polizei dann abgeführt wird? Also ich kann mir das so vorstellen, generell ist es ja so, wenn wir das mitkriegen, dass sich die Leute eben aufrüsten und dass sich vermummt wird, warnt die Polizei, ne, dass man das unterlassen soll, dass man die Vermummung abnehmen soll, weil ansonsten eben eingegriffen wird. Mhm. Jedes Einschreiten oder Eingreifen der Polizei bedarf einer rechtlichen Grundlage und deswegen muss eben gewarnt werden. Mhm. In der Regel ist das so, dass das dreimal ausgesprochen wird, sodass die friedlichen Demonstranten immer noch die Möglichkeit haben, sich
von den gewaltbereiten Demonstranten zu trennen. Und wenn das, wenn das so in den Turbulenzen nicht klappt? Wenn es in den Turbulenzen nicht klappt, dann kann diese Warnung auch entfallen. Das heißt, wenn die Leute schon dabei sind, Flaschen und Steine zu werfen, dann ist diese Warnung natürlich auch untunlich. Die entfällt dann. Also es kann durchaus jetzt so, natürlich so gewesen sein, wie Marti das beschrieben hat, dass ihr Sohn friedlich demonstrierte, dass er in die Turbulenzen reingeraten ist und ihr als Polizei das nicht mehr auseinanderhalten konntet. Ist der nun wirklich aktiv oder nicht aktiv? Und ihr habt ihn erstmal da mitgenommen. Ja, ganz genau. Mhm. Also in der Situation ist es halt leider so, mitgehangen, mitgefangen. Mhm. Ja. Gibt es eigentlich eine rechtliche Begründung, warum die Polizei dann nicht sagt, es tut uns leid, es ist uns ein Fehler unterlaufen? Eine rechtliche Begründung, schwer zu sagen. Also das, was mich ein bisschen verwundert hat, das war, dass er nicht telefonieren durfte. Mhm. Falls das wirklich so gewesen ist, dann kann man das nicht anders sagen, dann war das so nicht richtig. Mhm. Weil jedem, der in Gewahrsam genommen wird, dem steht eben zu, jemand anzurufen. Ja. Und da wird jetzt nicht unterschieden, ob jemand 16 ist oder ob jemand 18 ist. Ja, ja. Und gerade bei Minderjährigen ist es ja so, dass die Erziehungsberechtigten auch wirklich ganz schnell Bescheid kriegen sollen, damit sie eben auch ihren Sohn oder ihre Tochter abholen können. Mhm. Ne? Dass der nicht alleine fahren darf, das hat schon wieder seinen rechtlichen Grund. Ja. Das greift nämlich das Jugendschutzgesetz. Verstehe. So jemand muss dann eben auch abgeholt werden. Ja. Ne? Bist du denn auch im Einsatz in Rostock? Nee, ich das bin nicht. Ich bin jetzt nicht in Rostock. Also an ich stelle mir die Situation. Ja, genau. Also ich stelle mir wirklich die Situation für euch Polizisten, die ihr in Hamburg oder bei den Mai-Ausschreitungen in Berlin oder wo auch immer dann dabei sein müsst. Das ist schon eine schwierige Sache. Wenn man das im Fernsehen anguckt, wie die Chaoten auf euch einprügeln. Und es gibt ja auch viele, viele verletzte und schwer verletzte Polizisten. Jetzt am Wochenende. Das Schlimme ist, es hat ja nicht mehr viel mit Meinungsfreiheit zu tun, ne? Überhaupt nicht. Das ist wirklich schon so ein Krawalltourismus. Ja, es ist ganz schlimm. Ich habe am Wochenende ein Interview mit einem Attac-Vertreter gesehen, der auch bestürzt war darüber, was die Chaoten gemacht haben. Weil die natürlich das Anliegen der friedlichen Demonstranten extrem in den Schmutz ziehen. Und alle achten jetzt auf diese Krawallmacher und nicht auf die vielen friedlichen Demonstranten mit ihren so richtigen Argumenten, wie ich finde. Ja, das stimmt. Ja. Wie ist denn das, wenn ihr für so etwas, ihr könnt ja nicht Nein sagen, ne? Ihr werdet dann beordert dafür. Weißt du, das Ganze, das ist so ein Spiel. Ich möchte mal jetzt das Thema rechts-links aufgreifen. Ne? Hm? Also ich finde es persönlich selber nicht toll, wenn die Rechten auf die Straße gehen und ihre Parolen da von sich geben. Ne? Aber auf der anderen Seite muss ich diese Demonstration schützen von Angriffe von außen, weil auch solche Leute haben das Recht, ihre Meinung kundzutun. Mhm. Ne? Ich finde es nicht toll, was die sagen, aber ich muss sie beschützen. Mhm. Ne? Das ist so ein kleiner Zwiespalt. Mhm. Ja. Nee, meine Frage war gerade, ob du, wenn du den Auftrag bekommst, beispielsweise in Rostock zu gehen, das musst du dann machen, da kannst das du nicht sagen, machen, das musst du machen. Das oder? Muss ich machen, ja. Das heißt, jeder hat da, der zittert jetzt wahrscheinlich schon, ob er noch da eingezogen wird dahin. Ja, also momentan ist es bei uns so, dass wir Reserve sind, also es kann jeden Tag so sein, dass wir nachgefordert werden und dann geht's auch nach Rostock. Mhm. Genau. So, jetzt wollen wir wirklich alle hoffen, dass das Schlimmste vorbei ist und dass es nicht noch weitergeht. Weil es wirklich generell sehr schlimm ist, weil es auch kein gutes Licht auf unser Land wirft und vor allen Dingen, weil die friedlichen Demonstranten dadurch ins Hintertreffen geraten. Und die gehören nach vorne mit ihren Anliegen, das finde ich. Lieber Tobias, danke für den Anruf, war sehr nett, dass wir gesprochen haben. Ja, ich bedanke mich. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Bundel Blendin. Morgen heißt unser Thema Beerdigung.